Ach so, der muss an den dicken Bubbel gehen. Ja, genau. Warte mal. Dass der muss an. Ach, ich muss den dann dort dazu machen, oder? Ja, okay. Ja, er muss an den dicken Bubbel gehen. Okay, dass natürlich die Bubbel jetzt auch noch da eine Rolle spielen, das kann man ja nicht wissen. So, siehst du? Zack. Okay. Marco, ich sehe das doch, ich weiß das doch. Alles klar. Vertrau meinem Blick. Ich habe den Blick. Der Blick. Der Blick fürs Wesentliche. Fürs Wesen. Ach, guck mal. Dort draußen. Ja. Ach, hier sind wir. Da habe ich vorhin noch reingeguckt. Ja, genau. He was submerged in Black Icon. Oh, der Rahmenkönig. Der Rahmenkönig. Die fehlt gut. Aha. Oh, das Doppelbecken. Harry seems to be on the brink of madness. But I don't feel the slightest hint of confusion. On the contrary, I feel my mind is more focused than ever. So focused wie dieser Typ hier. Oh, come on. One more time. Nee, noch zweimal. One more time. Ow, that hurt. Again. Zack. So. Haben wir das dritte Ding auf unsere Hand gerotzt hier. One more time. Zack. So. Also damit können wir jetzt die vorletzte Tür aufmachen. Ja. Und dann können wir den Rahmenkönig befreien. So, warte mal. Mal gucken, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt ein Z. Mit dem Z können wir jetzt eins von den beiden wahrscheinlich machen. Und zwar, das hier ist das Z. Das ist aber nicht richtig. Nee, da geh davon aus, dass wir das ganz zum Schluss machen müssen, das hier? Oder? Weil da alles drin ist, nicht? Ja, das sieht so verwoben aus. Hier ist, nee, wo ist das? Hier ist das C. Oder? Hier ist, oder? Warte mal. Dieser Engel hier, den haben wir hier nicht. Hier ist das Z. Ja, und hier ist das Z. Da haben wir zwei Sets. Dann können wir den machen. Ja, Z unten, ja. Z O. Möglicherweise können wir das bauen. Ja, möglicherweise. Nein, nicht möglicherweise. Das können wir auf jeden Fall bauen, Marco. Alles klar. Trust my Blick. Ich habe den Blick. Gut. Ich nehme mal das erstmal weg hier. Nimm erstmal alles weg. Sicher? Komm, ich kann den doch bestimmt schon reinknallen. Ach, dann knall ihn halt rein. Ah, knall ihn, weil das ist doch schon mal hier unten das Z. Okay. Oder? Ja. So, und da knall ich jetzt nämlich dann einfach gleich den hier sogar schon mal drüber. Da kommt der dann auf jeden Fall rein. Oder? Ja. Sieht gut aus. Und dann kommt auf den hier, kommt dann noch ein Z, ne? Müsste das dann sein. Ah. Zack. Ist der easy peasy, Mann. Super, super. Super, super, kruta. Traktor, Traktor. Entschuldigung. Another one of those gates. I have to get into the water again. Oh. Neues Rahmenkönig? Nee, ist derselbe Rahmenkönig. I can feel the torment of the thousands of slaves who perished here. Unter dem Rahmenkönig. Okay, hier kommen wir rein, da kommen wir raus. Und ab in die Tiefen. Schwupp. Da kommen wir wieder raus. Und hier unter Wasser ist sonst nichts, außer der Weg nach da vorne. Upp. Ah, okay. Sind beide unter Wasser? Achso, in dem einen kommt man wieder rein. Okay. Ja. Schwupp. Das alles? Ja. So ein Aufwand? Einmal unter Dusche stechen und dann wieder weg. Again? Seriously? Ja, das, ist das letzte Mal. Das letzte Mal, genau. Genau. So, jetzt aber egal. Tut's auch nicht mehr weh. Ja, it's good for your Tadao. Um es mit den Worten von Far Cry 3. Dry. Ja. Far Cry Dry. Ja, das ist der einzige Satz, der hängen geblieben ist von dem Spiel. It's good for your Tadao. Und the definition of madness.
Ah ja, stimmt. Oder Insanity? Ich Insanity, weiß. Insanity, ja. Insanity. Zack. Der Russ. Zack. Und ja. Dann können wir den letzten öffnen. Bilde die ultimative Sternenkombination. Was hat das jetzt mit dem da oben zu tun? Ist das die Kombination? Weiß ich keine nicht. Ahnung. Uop. Dann fall ich fast ins Loch. Ich hab doch auch keine Ahnung. Ich weiß. Passiert dann noch irgendwas Geiles? Da fehlt noch einer. Stimmt. Ach so, wir kriegen noch einen. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Sterne oben machen, ja? Oh Mann. Das wird ja heftig, Mann. Ich kann oben das nicht mal sehen. Ja, ist schwierig. Können wir das nicht aufschreiben? Warum haben wir das nicht? Warum kann sie sich das nicht notieren? Au, mir juckt die Hand. Der Hand. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt einen Blitz. Harry Potter Narbe. Die taucht. Keine Ahnung, taucht die überhaupt irgendwo auf? Oh. Ist das hier? Wir müssen ja nur noch den bauen, nicht? Ja. Warte mal, ich mach das nochmal weg hier. Genau, mach mal weg. Z brauchen wir nicht. Yep. Okay. Gut. Was haben wir? Wir brauchen den. Wir müssen eine Klammer machen. Die wir können brauchen wir. Auf jeden Fall auch den langen. Wir brauchen das T, das Y. Warte mal, die Klammer, aber mit dem dicken Bobbel. Okay, das heißt, das ist schon mal nicht unsere Klammer. Das unsere Klammer? Klammer mit dem dicken Bobbel? Nein, ist auch nicht unsere Klammer. Klammer mit dem dicken Bobbel? Bist du unsere Klammer? Das ist unsere Klammer. Gut. Dicker Bobbel zu dicker Bobbel. Und hier von dem linken. Da kommt ein Y. Da kommt ein Y. Das. Yep. Das sieht gut aus. Und oben links kommt jetzt noch eine Klammer ran. Ja. Das hätten wir wohl auch schon vorher machen können. Aber wahrscheinlich brauchen wir für das letzte Sternbild alles. Zack. Ready um. All the doors are open, but where is the constellation I need to open the throne room? Ja. Im Himmel! Aber hol dir erst nochmal dein letztes Dao. Ja. The last one. Ah, erstmal hier nochmal gucken. Achso, das kennen wir doch schon. Das kennen wir schon, der Typ, der da auf dem Thron sitzt, nach oben blöde guckt. Black and white figures. Das hier schon wieder? DJ-Pult. Ach du meine Güte, Feuer! Aha! Ah, okay. Feuer! Ja, okay. Okay. I know it. Wie dreh ich den? Den Herrn Mitarbeiter drehen. So ist richtig wahrscheinlich. Aber warte mal, kann ich hier schon weiter? Good doggies or dragons, whatever you are. Hm. Ach, und hiermit kann ich sie weißen. Ah, okay. Okay, alles klar. Wie sehe ich denn das am besten? Wie ist das? Ja. Mach mal Musik hier. Ja, und dann ballern die dagegen. Das ist schon mal ganz gut, ja. Glaube ich. Die muss ich gleich von vorne nochmal machen. Die müssen sich, glaube ich, einmal drehen. Soll ich die schon mal machen? Ah, warte. Du kannst schon weiter drehen. Ja, ist ja gut. Den brauchen wir. Genau. Und den anderen auch. Der nicht, oder? Doch, das ist der sogar. Okay. Ja, der muss nach da. Der muss nach genau. Da, ne? Mit dem da hinten? Das sieht erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Oh ja. Ja, das ist ein perfektes Ende, oder? Ja. Die da ballern ja, wahrscheinlich hier dann gegen. Genau, die müssten da hingehen. Gut, das sieht super aus.
Dip, 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 dip. So, die beiden Doggies hier müssen nochmal neu geschossen werden. Und die da hinten müssen sich gedreht haben. Oh Gott, müsste das der sein? Yes. Ja, aber noch weit. Noch einer. Und jetzt. Feuer! Feuer. Ja, sieht gut aus, oder? Ja. Yep, yep. Perfekt. Was ist das eigentlich aus? Was ist das gemacht? So weiß ist. Hm. Kreide. Ja, genau, Kreidefels. Goodie. Schön. Und das alles für ein letztes Tattoo. Mann, Mann, Mann. Ah. Santa Fels. Oh, come on. Oh, come on. One more time. Jetzt kannst du sagen, last time. Ow! Oh, that hurt! Again. Again. Ja, jetzt ist deine Hand aber auch ganz schön voll. Ja, mehr kannst du da nicht drauf kritzeln. So. Ich wollte gerade fragen, oh, was ist das da oben? Aber da waren wir ja schon. Da war mal. Zack. 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 So. Müssen wir nur noch irgendwie gleich versuchen, diesen verdammten Himmel zu deuten. Das kriegen wir schon hin. Wir haben nur keine Verbindungsstriche. Aber wir haben, glaube ich, dicke Punkte. Weniger dicke Punkte. Ich habe dicke Punkte. Ach so. Ja. Da kann man ja auch schon ein bisschen was ableiten. Warte mal, wir setzen erstmal wieder alles zurück, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen bestimmt jetzt den neuen, den da oben. Das ist so eine Schlange. Eine Schlange mit einem aufgerichteten Schwanz. Die kriegen wir doch bestimmt irgendwie untergebracht. So, das T-Stück kann auch weg. Okay. So, Schlange mit einem aufgerichteten Schwanz. Guck mal, da ist doch schon mal ein Y, oder? Das hier, ne? Ja, genau das. Ja. Dicken Punkt am unteren Ende. Das heißt, man könnte hier ein Y reinsetzen. Warte mal, ich will mal ausprobieren. Ja. Nee, das passt nicht. Ah, okay, passt nicht. Das ist es nicht, okay. Hat nicht den... Dicker Punkt. Da, der. Der hat den dicken Punkt unten. So. Ne? Ja. Dicker Punkt unten und dicker Punkt danach. Dicker Punkt unten, dicker Punkt danach. Dann geht's hier im C. Das ist vielleicht ein C? Ich glaube, ja. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Oder, oder, oder? Ja, hier dicker Punkt, den dann wieder zu zwei zusammenführen. Nee. Ja, guck nochmal hoch. Oder? Könnte sein, die Distanz hier zwischen... Guck nochmal runter. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dann geht's weiter mit einem Z bei dem hier. Ja. Ja, mit einem Z? Ich glaube. Warte mal, ich muss mal so drehen. Wie viele Punkte haben wir noch frei? Der geht 1, 2. Genau, 1, 2. Also bis hierhin. Bis da. Also wir müssen jetzt weiterkommen mit dem. Ein dicker, zwei kleine. Ui, macht einen Kirre. Ein dicker. Nee. 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 Oh? Oh? Nee. Hä? Mal. Guck mal hoch. Wo sind wir? Wir sind hier. Da. Bei dem. Heißt, wir sind jetzt bei dem. Dann kommt... Ein kleiner, ein dicker, ein kleiner. Ein kleiner, ein dicker, ein kleiner. Kleiner, ein dicker... Liner. Das passt noch nicht. Nochmal ein Z. Dann geht's hier so doppelt. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ist das ein Doppelter? Ja, gut, stimmt. Hier ist ja auch einer. Ja, stimmt. Genau. Das geht dann von hier einmal nach da, einmal zum Dicken und dann einmal nach oben.
Ja. Jetzt fehlt noch hier dann so ein Dreier-Ding. Ah, ja, da kommt noch so ein Harry Potter-Name. Wo bin ich? Ich habe mich jetzt so im Kreis getan. So, da kommt jetzt... Nee. Ist da doch die Schlange? Nee. 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 Mach nochmal... Mach die Narbe. Die Narbe. Müsste eigentlich... Guck nochmal hoch. Guck nochmal hoch. Ja. Ich will nochmal bei der Narbe gucken. Bei Narbe ist der also wir sind jetzt zweite. Klein, klein, dick, klein. Warte mal. Guck nochmal. Doch, klein, das kommt aber klein, hin. Also dick, klein. Irgendwas der hier ist anderes falsch, ist falsch. Oder? Ja, ich glaube, der ist falsch. Ja, da ist keiner. Aber der kommt doch von dem hier, oder nicht? Ja. Ich würde gerade fragen, hätten wir anders anfangen müssen? Aber es macht eigentlich nichts, weil wir haben nur diesen einen dicken Punkt am Anfang. Das muss der sein. Ja, das muss der sein. Warte mal, ich muss mal bei dem hier gucken. Oh. Ja, was? The door to the sanctuary is open. Ja. It's time to find out what's waiting for me inside. Weil der hier auch da einen Punkt macht und da einen Punkt macht. Ja. Wir haben nur diese Verbindung immer gedacht. Puh, okay, wow, okay. Ohne Verbindung ist das auch ganz schön schwer gewesen, fand ich. Also ja. Ich weiß nicht, unhaltbar schwer. Ach, wir haben The Witness durchgespielt. Komm. Ja, okay, stimmt. Wir haben Vogelrätsel gelöst. Haben wir Feldlärchen gehört und alles. Hm. Oh! Was steht da? Fall Goffen. Wollen wir das denn vorhin gelesen noch? Das hat doch irgendjemand geschrieben, oder? Das hat irgendjemand geschrieben und ich glaube... Wo stand das denn noch? Wir haben es schon mehrfach gelesen. Das scheint ja ältere Gott zu sein. Fall... Haven't I heard that word in my dreams? Ja, oder so. Will ich da reingucken? Na gut. What a disturbing mirror. Is it made of black ichor? I feel like it is speaking to me. Oh, heavens. Heavens? My God. Hier ist alles voller schwarzen Schleim. Nothing that happens here appears to respect the most basic rules of physics. Darüber machst du dir auch Gedanken. However, as strange as it may be, it does maintain a peculiar harmony. Ich wollte gerade sagen, da hinten werden schon wieder Zelte. Like the workings of a clock or a music box. Ach so. Geht hinter uns auch wieder runter. Harry, ist das du? Oh Gott, macht denn das Wasser kirre? Oh! No, 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 no! Tell me this isn't you, Harry. It can't be you. It can't be. No, no, no. Why did you do it? Oh my God, Harry, no. In the end, you performed the ritual. You poor fool. Why? I don't understand it. Why? You knew it. You knew it wasn't going to work. You knew the ritual wasn't going to work. That's why you never sat on the throne. You didn't even perform the ritual, did you, Harry?
But you wanted me to think that you had. You even left a lure to confuse me. But why? What? Vergoffen? Gambit? What really happened? The only person with you in that sanctuary beach was Cassandra. So if you didn't die, it had to be her. Hat er Cassandra geopfert? Did she use the dagger to open the gates and carry out the ritual? You tried to stop her. But it was too late. She shot you with your own gun. And left you for dead, didn't she, Harry? Because Cassandra was ambitious and would stop at nothing to uncover the secrets here. The island fueled that hunger for knowledge. Ach, hier schweben auch nochmal die ganzen Items rum. Ah. Ist das jetzt auch so, dass wir die gefunden haben? Achso, du meinst, die wären dann nicht, wenn wir sie nicht gefunden hätten? The ritual wasn't for people like you. Aha. The ritual was only for people like me. But you refused to believe it until the island itself spoke directly to you. Haha Falgafen. She is our daughter. That's when you finally understood. You understood what my fate would be if I didn't come here and carry out the ritual. A slow and painful death. Haha, Falgafen. So spricht man das also. Gut geschrieben war das. H, Apostroph, C, Apostroph. Haha. Interessant. Ja. Ist schon echt cool, ey. Ich mag diese Sprache. Ja. Dieses Cthulhu-isch. So you faked your own demise and left your glasses near Cassandra's corpse. Those same glasses you never take off. And you sent me the package from Dignity, Harry. Your picture, the key, the dagger. Another one of your scavenger hunts. Also doch ein bisschen richtig spekuliert. Marco, du bist gut. Spekulant. I took the bait. You made me come to this island, the same island where you almost lost your mind and your life. The same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why didn't you tell me the truth? Why did you do this to me? Damit du wieder leben kannst. Ah, schade. Ich dachte, der dramatische Abgang, der wäre besser. Because you knew that I would never accept my fate, if it meant leaving you. Right, my love? Not even if staying with you would mean a slow and painful death. So the only way to get me to leave you was to make me believe you were dead. And you chose to live a life without me. So I could be who I really am. That's why you tried to deceive me. But I know you too well, my dear old pal. We've had so many years together, so many moments of love, happiness, understanding, friendship. A whole beautiful life with you. I know what you tried to do, but I can't let you make this decision for me, Harry. Either I embrace my fate and accept what I've always been, and leave you behind. Or I reject it, and return home with you to relish the time that my illness gives us. It's my decision to make. Was? Was? Wir haben die Wahl! Das ist nicht deine Decision, das ist unsere Decision! Ha, ha, ha. Oh Gott! Also... Dein Schicksal akzeptieren und Harry verlassen oder dein Schicksal ablehnen und nach Hause gehen?
Was ist denn das Schicksal? Das heißt, entweder sterben wir früh oder wir leben ewig. Wir leben ewig, aber alleine. Ja. Weiß ich nicht. Dann doch lieber zu Hause mit Harry noch die Zeit glücklich verbringen, aber zu wissen, dass man zusammen ist, anstatt alleine auf ewig in irgendeiner Cthulhu-Welt zu leben. Hm. Oder? Aber dann wären auch Harrys Bemühungen alle komplett umsonst. Ja, das ist wahr. Also alles, was Harry getan hat, dann wären alle vier Leute umsonst gestorben, weil die ganze Expedition, alles wäre sinnfrei. Aber was haben wir denn dann davon? Wird Harry sich nicht freuen, wenn wir nach Hause kommen und sagen, Harry, lass uns zusammen leben. Die letzten Tage. Ich weiß es nicht. Boah, schwer. Oh Mann, oh Gott. Da steht eine 2 und eine 6. Das Ü geht nicht. Das ist eine 6 und eine 2. Stimmt. Keine Ahnung. Shitty. Ich würde das jetzt so gerne abgeben und sagen, ja, Leute, entscheidet ihr mal. Nehmen wir doch die dritte Tür. Ja, alles klar. Wir erschießen uns einfach hier auf die Stelle. Da ist noch eine dritte Tür. Da. Ja, kannst du gehen? Nein. Ach so, okay. Ich kann nur links, rechts gucken und jetzt irgendeinen Griff anfassen. Also, was würdest du nehmen? Ablehnen oder akzeptieren? Das kannst du mich jetzt nicht einfach fragen. Ich frag jetzt, was würdest du machen? Okay, was würdest du machen? Ich würde ablehnen. Okay, ich würde akzeptieren. Scheiße. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen beide Türen, dann wir öffnen die gleichzeitig und landen dadurch in einem Paralleluniversum. Ach, Leute. Ja, gut, okay. Komm, wir akzeptieren das Schicksal, weil sonst Harrys Bemühungen umsonst wären. Vielleicht kommen wir trotzdem nochmal wieder zu ihm zurück als Fisch oder sowas. Weiß ich nicht. Ja? Ich bin gespannt. We had a really good life. But that's not my life anymore, is it, Harry? Not after what I've been through on this island. Not after all I've found out about myself. I can't fool myself anymore. I have to accept what I truly am and leave you behind. I'm going back home. Aber vielleicht sind wir auch bekloppt geworden. Vielleicht hat der Us uns bekloppt gemacht. Ah! Oh! What a lovely melody. I don't believe I've ever heard more than a few notes. Until now. Scheiße, wir sind so schon tot. Wahrscheinlich wäre auch die andere Entscheidung nur so nach dem Motto, wir werden in unserem Kopf auf ewig mit ihm zusammen. Weil ganz real sieht das hier sowieso alles nicht aus. For years I thought I was sick. Kannst du dir nie sicher sein. But the truth is, I was homesick. Poor health, the pain, the suffering. It was all because of how far I was from here. Everything seems so far away now. No trace of pain, no trace of sickness. Nothing besides this place. It's so pleasant to forget everything else. Nothing matters anymore. I'm finally one of the thousands of minds connected to the I-Corps. Connected with the Elder God. Goodbye, Harry. No. Leben wir auf ewig in den Katakomben oder was?
Was zum... Ach, waren das die Viecher, die vielleicht die ganze Zeit immer so umgeschwommen sind? Ja, möglich. Oha. Boah, ich hätte gerne noch erforscht. Ja, jetzt fängt das Spiel doch erst an, Mann. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One, two, don't forget the harmony. One, two, three. Fuck nothing. All my life is so, empty since I went away. Oioioioioi. Oh, viermal so viel 3D-Art wie sonst. Ui. Das war Call of the Sea. No. Marco, wie fandst du es? Julian, ich fand's echt cool. Also ich bin ja sowieso anfällig für sowas. Spiele? Ja, definitiv. Du meinst für Cthulhu-eske Spiele? Ja. Ja, ich muss auch sagen, dieses Cthulhu-Universum ist ja auch immer ganz spannend. Aber wie vorhin auch schon angemerkt, es endet ja auch irgendwie immer alles psychisch kaputt. Wobei, man weiß es nicht. Was ist denn da jetzt? Sie ist jetzt irgendwo im Wasser bei diesen Viechern und dem uralten Gott, der da auch mit rumlungert. Ja, so scheint es. Na gut. Ja, ich frage mich halt, was wäre bei der anderen Tür passiert. Ach, Mann. Ja klar, würde mich das auch noch interessieren. Ah, also ich sag's mal so, holt euch das Spiel auf jeden Fall, probiert es auch aus, schaut, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich meine, da gibt's ja so viele kleine Hinweise und alles Mögliche. Ah, singt Harry auch. Und gerne dann auch mal durch die andere Tür gehen. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie hättet ihr euch denn entschieden? Hättet ihr auch gesagt, ja, wir verlassen Harry oder nee, wir bleiben bei Harry? Das würde uns echt mal interessieren. Naja, ansonsten war ein geiles Spiel. Oh ja. Also kurz, aber halt auch wieder so schön, ja, so absurd, aber trotzdem schön gemacht von der Umgebung her. Ich fand die Welt ja auch ziemlich geil. Ja, sehr detailverliebt. Sehr, sehr schöne Optik. Und die Farben. Oh ja. Nicey nice. Und trotzdem ist eine sehr, also teilweise ist eine sehr finstere Atmosphäre rübergekommen. Fand ich gut. Ne, gerade am Anfang, wo man einfach dann in diesen einen düsteren Part von dem Wald schon gekommen ist und man schon gedacht hat, ja. Okay, das ist ein bisschen creepy hier. Ja, geil. Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet, was ihr, wie euch ihr entschieden hättet, genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Coop. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Coop on. I love you, Nora. And I love you, Harry. Even today, so many years later, I still doubt whether I did the right thing. I lied to you for the first and last time. And even if it was to free you from pain, suffering, and death, I deceived you. But I've paid such a high price for my deceit, Nora. Fate has punished me with a long and sorrowful life, with no other incentive than my work. Because that is the only thing I have now, my dear old pal.